So Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part von Rise of the Ronin. Weiter geht's, wir müssen Katsu jetzt Bericht erstatten. Ich hoffe, ich weiß noch, wie es geht. Hab schon eine Zeit lang gespielt, Junge. Ah, looky looky. Gute Arbeit. Wie es scheint, könnte es uns dank dir gelingen, das Shogunat wiederzubeleben. Vielleicht. Von den Männern, die ihr rekrutiert habt, habe ich die Besten zur Militärakademie geschickt. Seht euch das am besten selbst an. Was ist diese Militärakademie für ein Ort? Ja, das nehme ich. Macht ruhig ein paar Übungen mit. Glaubt mir, ein paar von ihnen könnten Fremde allein mit ihrem Blick in die Flucht schlagen. Oh, furchteinflößend. Ah, das klingt ja großartig. Ich denke, das sehe ich mir sofort an. Treffen wir uns dort? Ein Mann der Tat, nicht wahr? Hör zu, ich hätte da noch eine weitere Bitte an dich. Enomoto meint, dass uns die finanziellen Mittel fehlen, um Pistolen und Artillerie zu kaufen. Als ich das gegenüber Monsieur Brunet erwähnte, schlug er vor, japanische Waren auf der Weltausstellung in Paris zu verkaufen. Okay. Vizegraf Shibusawa, unser Schatzmeister, wird genauer wissen, was zu tun ist. Bring ihm diesen Brief und greif ihm unter die Arme, ja? Du findest ihn am Südkommissariat. Das wäre erstmal alles. Okay. Und verlass dich darauf, dass es mehr Arbeit geben wird, wenn du zurückkommst. Alles klar. Du kannst aber ruhig erst zur Militärakademie gehen. Was dort entsteht, solltest du dir nicht entgehen lassen. Nicht schlecht. Gibt es zur Militärakademie, kann ich da Schnellreise hinmachen? Sollte doch gehen, oder? Aber da könnte ich hin. Das ist halt mit Dingen viel besser gelöst, Alter. Das hat bei Ghost halt viel besser gelöst, dass es quasi auf den Knopfdruck ist und man muss das nicht extra auswählen, aber jetzt, wenn man gleichzeitig Ghost of Tsushima spielt und Rise of the Ronin, merkt man einfach die großen Unterschiede halt, wie viel halt Ding besser ist, ne? Das ist der Counterfunke. Das ist typisch, aber da wartet, Alter. Beeindruckend. So schnell habe ich nicht mit deiner Rückkehr gerechnet. Schnellreise, mein Freund. Du hast Glück. Gerade heute wird der Shogun uns mit einem Besuch beehren. Er hat vor, sich den Wettkampf anzusehen. Das willst du auch sehen, oder? Ja, warum nicht? Gut, dann komm jetzt mit rein. Bin gespannt, ob da jetzt irgendein Scheiß auf uns zukommt. Fahrzeugbesuch, ne? Das ist der Schießstand, an dem der Takashima-Stil gelehrt wird. Okay. Äußerst wichtig in diesen Zeiten des Umbruchs. Okay. Gehen wir ein bisschen schneller, mein Freund. Hier wird das Bogenschießen zu Pferd geübt. Später werden sie auch westliche Reitkunst erlernen. Das ist die Fechthalle, aber sie ist gerade für den Wettbewerb hergerichtet. Der Shogun sollte bereits hier sein. Was geht, Alter? Da ist Ryoma. Geh dich doch gemeinsam mit. Na endlich. Ich habe übrigens für dich gefragt, ob du am Wettkampf teilnehmen darfst. Okay. Nichts. Ich dachte, du hast Lust. Okay. Den Gefallen habe ich dir gerne getan.
Wenn du 3 Kämpfe gewinnst, gibt dir der Shogun höchstpersönlich deinen Preis. Das macht es noch interessanter. Ehrlich gesagt will ich einfach den Shogun persönlich kennenlernen. Er soll klug sein, weißt du? Und vernünftig dazu. Also, bereit für den Kampf? Ich bin bereit. Let's go. Dann ab mit dir. Muss ich da wieder mit dem Holzschwert zuschlagen oder was? Achso, wahrscheinlich ja. Schau dich in Ruhe um. Kein Bock, red mal. Du bist ihnen klar überlegen. Zeig es den Schwächlingen. Ich bin bereit. Und denk dran, ich stehe hinter dir. Mach mich stolz. Natürlich. Alter, ich habe einfach ein Modelgesicht gemacht, Alter. Ah, diese Lags, Alter? Kotzt mich ein bisschen an. Ich sehe, du bist ein Krieger. Dann los. Alter, ich kämpfe halt noch nicht aus, warte mal kurz. Ah, er kotzt mich an, Alter. Okay. Im Arsch, Alter. Ah, diese Lex fickt mich, was, Alter. No. Toll, haust du weg, Mann. Was ist mit Delex? Was ist das für ein Scheiß, Mann? So eine Schande. Ich muss härter trainieren. Ich wusste, du schaffst es. Was hältst du von einem weiteren Kampf? Nein, sei mal, Alter. Gut. Geh mit so viel Schwung rein wie beim letzten Kampf. Ich zähle auf dich. Kein Problem. Muss ich die Kämpfe jetzt machen? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Er hat einen anderen Kampfstil, Alter. Du konntest kämpfen. Also werde ich keine Rücksicht auf dich nehmen. Sieh dich vor. Ja. Ich kriege einfach auf die Fresse, weil das Ganze hängen bleibt. Schau das an. Definitiv mehr, um mich zu besiegen. Das ist dann zwar viel besser, Alter, aber diese Legs, Alter. Ich brauche irgendwas mit Ausdauer, Mann.
kacke einfach so oft, weil es einfach kurz sich aufhängt, ne? Wenn man kurz. Kein Problem, Alter. Erledigt. Du bist ein wahrhaft fähiger Krieger. Aber es ist. Es ist nur während den Kampfszenen, Alter. Ah, noch einer, okay. Schau dich in Ruhe um. Was darf es sein? Die werden es kaufen. Komm jederzeit wieder. Moment. Ich hoffe, dass es besser geht. Zwei Siege hast du schon. Du musst nur noch den nächsten Kampf gewinnen. Und? Bist du bereit? Ja. Dieser Kampf noch, dann hast du gewonnen. Ich weiß, du schaffst das. Nicht schlecht. Oha, okay. Der schaut ein bisschen brutal aus. Was denn diese Waffe? Ah, der boxt mich. Okay. Los! Geben wir beide unser Bestes. Oh lol, Alter. Okay. Kann ich nicht ausweichen. Leck mich mal an. Feg dich, Alter. Ich wollte gerade was nehmen. Jetzt bist du am Arsch, Alter. Komm her. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass auch du hier etwas gelernt hast. Mögen wir bald wieder gegeneinander antreten. Möglicherweise, Alter. Rühren wir mal. Hat das so gepasst? Geschafft! Der Preis gehört uns! Nice. Ich hab alles gesehen. Eine tolle Vorstellung. Nun, wie wär's, wenn wir deine Fähigkeiten ein letztes Mal auf die Probe stellen? Okay. Großartig. Jetzt willst du auch noch deinen Spaß? Hauptsache, wir müssen den Preis am Ende nicht abdrehen. Ich glaube, der ist da hinten im Gefurz, Alter. Teshu und Deshu hast du mit links erledigt. Diesmal würde ich wohl auch mein Schwert ziehen. Nur ein Scherz, das würde ich im Traum nicht tun. Hm, hat Angst zu verlieren, dieser Sack. Seine Exzellenz wünscht dir doch, dich noch einmal kämpfen zu sehen. Weshalb ich, so beschäftigt ich auch sein mag, dich zu einem weiteren Kampf bitten muss. Ach, und seine Exzellenz verlangt echte Schwerter im nächsten Kampf. Dein Gegner hat bereits eingewilligt. Okay. Da wird auf jeden Fall dein Leben auf dem Spiel stehen. Wie wäre es also, wenn wir den Preis dafür etwas reizvoller gestalten? Schieß los, Alter. Bei allem, was du schon gesehen hast, mach dir eine kalte Klinge doch keine Angst. Na los, nur ein Kampf. Bist du bereit? Ja. Ich weiß, dass du gegen jeden Gegner gewinnen kannst. Ich glaube ganz fest an dich. Ach, er ist einfach ein Bro, Alter. Oh. Ein Ronin, Alter. Sieht aus wie die Ronin aus Ghost of Tsushima.
Da vorne sitzt ja einmal wer in der Mitte. Normalerweise müsste es ein Oberhaut geben. Okay, er hat ein großes Schwert. Komm schon. Jetzt gib alles. Unglaublich. Ja. Digga, er hat einfach ein Messer in die Fresse bekommen. Du hast mich unterwandert. Ja, das hatte ich erwartet. Piss, Alter. Unglaublich, dass solches Talent existiert. Nein, Alter. Hab kurz abgelenkt. Junger Mann. Tschüss. Normalerweise wäre er jetzt schon tot. Dave, Mann. Was sind das für Tricks, Freund? Was ist denn das, Alter? Hey, dich habe ich schon mal gesehen. Wir kennen uns als Yoshiwara. Du verwechselst mich, da bin ich sicher. Ich bin Yoshinobu Tokugawa, der Shogun. The fuck, Alter? Der Shogun? Ist das dein Ernst? Damit wäre die Katze wohl aus dem Sack. Es war nicht unsere Absicht, euch bloßzustellen, eure Exzellenz. Hey, ach, wo sind deine Manieren? Bloß kein Grund zur Sorge. Gegen dich zu verlieren war erquickend. Ich verneige mich doch nicht, Alter. Du bist meinem Shuriken ausgewichen. Einem solch guten Krieger begegnet man nur äußerst selten. Digga, ich fick dich einfach. Ah, die nächste Runde. Mit Kriegern dieses Kalibers weiß ich, dass ich Japan wieder auf die Beine bringen kann. Möglich. Ich sorge dafür, dass wir jedem Land der Welt ebenbürtig sind. Ihr werdet sehen. Super. So, Katsu. Das Kurs, dass es der Shogun ist. Safe. Tja, du bist tatsächlich etwas Besonderes. Unfassbar, dass du sogar seine Exzellenz besiegt hast. Ah ja. Bei der Gelegenheit hätte ich ihn gleich töten können. Du kannst stolz auf dich sein. Seine Exzellenz ist ein Meister des Shuriken. Es steht dir frei, das Dojo jederzeit zu benutzen. Dein Talent muss gefördert werden. Ich will aber dann die Schüler fertig machen dort. Das wollen wir natürlich nicht. Schlecht. Befolgt ihr wirklich den Befehl des Kaiserhofs und geht nach Kyoto? Es ist eine gute Gelegenheit. In Kyoto sitzen diejenigen, die mich stürzen und den Kaiser an meine Stelle setzen wollen.
Wir übernehmen die Initiative und beenden diesen Konflikt. Hast du etwa geglaubt, ich breche unvorbereitet auf? Katamori! Ja? Als Militärgouverneur von Kyoto wirst du die Vorhut bilden. Du darfst aus meinen besten Kriegern auswählen. Okay. Eure Exzellenz, lasst mich eine Truppe zum Schutz Kyotos zusammenstellen. Ich werde aus allen Schichten der Gesellschaft fähige Soldaten für euch finden. Das ist Wahnsinn! Ihr lockt Halunken an! Das öffnet Verrätern die Türen! Sollen sie kommen. Wir werden sie mit einem Schlag erledigen. Das bezweifle ich, mein Freund. Ich vertraue dir. Mein Herr, nun entschuldigt mich. Schneller Wettewechsel, Alter. Er schreit, dass ich mich wieder an. Hey! Hey! Ja. Ja, klar. So, Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Servus, schreit er.